Hallo, 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 hallo. Ich grüße dich ganz herzlich zu Tag 8 der Challenge. Raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht und ja, man hat ja fast Hemmungen. Oder ich habe ein bisschen Hemmungen, dir sozusagen oder überhaupt so ein bisschen mitzuteilen. Wie gut es mir gerade im Moment geht, eigentlich. Ich bin so voller Tatendrang und so voller neuer Ideen. Werde mich auch gerade jetzt gleich mit meinem Mann zusammensetzen. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Hatte gerade noch ein Gespräch mit jemandem aus meinem Team. Da haben wir auch noch ganz tolle neue Ideen entwickelt und kreiert. Also, ja, hier ist richtig. Im positiven Sinne, was los hinter den Kulissen? Hallo, liebe Petra, schön dich zu sehen. Irgendwie entstehen ganz, ganz viele großartige neue Dinge. Und ich habe es gestern im Video schon erwähnt und habe gerade eben auch noch mit einigen darüber gesprochen. Wir sind alle so fest in der mentalen Ausrichtung, dass ein paar Wochen nicht alles beim Alten ist, sondern dass ja, dieser Spuk so ein bisschen vorbei ist. Und ich will nicht sagen, wir zur Normalität wieder zurückkehren, weil ich glaube, diese jetzige Krise mit diesem Corona-Dings da, wie auch immer man es nennen möchte, es wird künftig einiges verändern. Ich glaube, es wird für viele anschließend nicht mehr alles so sein wie vorher. Und zwar vor allem insbesondere für diejenigen, die jetzt wirklich ihre Chance nutzen. Die jetzt wirklich ihre Chance nutzen, gerade die jetzige punktuelle Zeitqualität zu nutzen, um in sich hineinzulauschen, herauszufinden, was will ich selbst denn eigentlich wirklich? Ich habe es gestern ja in dem Sonderworkshop schon erwähnt. Krise heißt nichts anderes als ein Höhepunkt, wo vorher schon mal ja, Themen waren, wo man jetzt so auf dem Weg war, auf dem man sich hätte eigentlich schon längst begeben wollen. Ja? Deshalb denke ich schon für diejenigen, die jetzt wirklich sagen, okay, ich nutze die jetzige Zeit, gerade punktuell, aktuell, um in mich hineinzulauschen und herauszufinden, was will ich selbst denn eigentlich wirklich? Was entspricht wirklich meinem Ding? Wo geht's hin? Wo will ich Ende des Jahres stehen? Und da glaube ich wirklich fest daran und einige andere auch, mit denen ich so gesprochen habe, insbesondere heute, die auch auf diesem Weg unterwegs sind. Ja, dass so Anfang Mai wir uns wieder auch dort aufhalten können, wo wir es dann wirklich wollen, also wieder reisen können und solche Dinge. Ja? Aber trotzdem wird nichts so sein wie vorher für diejenigen, die wirklich jetzt so ihr Ding draus machen. Ja? Okay, meine Liebe, also ich bin voller Tatendrang, voller Ideen. Und wir haben ja gestern, hallo lieber Richard, lieber Doreen, liebe Monika, schön euch zu sehen. Wir haben ja gestern diese Atemübung gemacht, um die Kreativität zu fördern, weil die ist ganz besonders jetzt natürlich auch gefragt, die Kreativität, um das eigene Potenzial auch zu entdecken, mit dieser Atemübung. Und heute möchte ich dir nichtsdestotrotz eine ähnliche Atemübung mit auf den Weg geben, unter anderem, um ja, dein Immunsystem zu stärken. Eine simple, einfache Atemübung, die du immer wieder machen kannst, die sehr effektiv ist und vor allem auch, ich praktiziere die schon seit Jahren, also seit ich zu 100% hier mein Ding mache und wirklich nur noch die Dinge mache, die meinem Herzen entsprechen, habe ich eh kein Thema mehr gehabt mit Schnupfen, mit Grippe und sowas. Aber als ich noch im öffentlichen Dienst am Schreibtisch gehockt habe, war das sehr wohl Thema, wo der Körper mir gezeigt hat, hey, eigentlich hast du die Nase voll, da morgens hinzugehen, nicht an den Schreibtisch zu hocken. Da habe ich das einfach gemacht, um das Immunsystem zu unterstützen, damit die Erkältung dann eben doch nicht so ausbricht. Ja? Und das möchte ich heute mit dir gerne machen. Und zuvor
würde ich gerne dich dazu einladen. Da habe ich, bin ich ja jetzt auch schon ein paar Mal drauf eingegangen. Das, was uns gerade so beschäftigt, was so über uns gelegt wurde in Form von Ängsten, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht richtig bei uns und ja, fühlen uns so wie gelähmt und. Das sind zum großen Teil Dinge, die nicht wirklich unsere sind. Wir glauben nur, es sind unsere. Weil wir, und dazu gehörst du mit Sicherheit auch, sonst wärst du nicht hier in der Gruppe, sehr feinfühlig und wahrnehmend sind. Und dann so rundum, was da so abgeht, in unser Energiesystem reinlassen und glauben, es ist unseres. Deshalb würde ich vorbereitend mit dir mal gerne all das loslassen, was nicht wirklich zu dir gehört. Und dich auch dazu einladen, all das zu empfangen, was wirklich zu dir gehört. Und dann machen wir diese Atemübung. Okay, bist du bereit? Dann starten wir. Dann würde ich dich dazu einladen, die Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass wir auch Kontakt zur Mutter Erde haben, die uns nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, sowie um alles Gute aufzufangen. Und dann atmen wir mal einige Male tief aus durch den Mund. Mach dich leer. Lass die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Nimm die Sitzfläche wahr, auf der du hockst, die dich trägt. Triff auch gerne die Entscheidung, dich jetzt tragen zu lassen vom Leben. Und nimm mal wahr, wie es gut tut, jetzt einfach nur da zu sein, wie es weiter nichts zu tun gibt, als einfach nur da zu sein. Wunderbar. Lass dann den Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte mal für einen Moment deinen Atemstrom. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinen Fußsohlen zu gehen. Und über deine Füße, deine Fußsohle nochmal bewusst Kontakt zur Mutter Erde aufzunehmen. Und dann lade ich dich ein, mit dem Ausatmen jetzt zu beginnen. All das, was nicht zu dir gehört, gib's gerne in Mutter Erde ab. Gib einfach all das in Mutter Erde ab. Du musst auch gar nicht im Speziellen wissen, was genau es ist. Stell dir einfach vor, ganz pauschal, mach es dir ganz einfach. All das, was jetzt nicht wirklich zu dir gehört, darfst du einfach alles an Mutter Erde abgeben. Stell dir vor, wie das aus deinen Füßen herausströmt, aus den Fußsohlen und in Mutter Erde strömt. Mutter Erde wird es dann weiter verteilen. Mach dich so leer von all den Begrenzungen und Themen, die dich beschäftigen, die nicht wirklich zu dir gehören, ohne jetzt genau im Detail zu wissen, was. Du darfst es dir da ganz einfach machen und dich so leer machen. Einfach vorstellen, wie mit jedem Ausatmen mehr und mehr das deinen Körper verlässt, was nicht wirklich zu dir gehört. Wunderbar. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie du
aus der Quelle allen Seins, aus dem Universum, ganz gleich, welchen Namen du dieser Energie geben möchtest, jetzt all das zu dir fließen lässt an Energie, die dir fehlt, die du jemals abgegeben hast, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben. Stell dir einfach vor, wie du das jetzt alles zu dir zurückfließen lassen kannst. Wie das in Form von einem Lichtstrahl jetzt zu dir kommt. Du kannst dir auch gerne vorstellen, wie so eine Lichtdusche auf dich herabfällt. Und wie du dich jetzt in dieser Lichtdusche badest und durch die Nase ganz tief und genüsslich all die Energien einatmest, die zu dir gehören, die jetzt zu dir zurückfließen, die dir bis eben noch gefehlt haben. Mehr Klarheit, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, noch mehr Heilung, noch mehr Gesundheit in deinem ganzen Energiesystem zu haben. Stell dir vor, du stehst unter dieser Lichtdusche und atmest tief und genüsslich diese wunderbaren Energien ein und erlaubst diesen Energien, sich auch über deinen physischen Körper hinaus zu strömen, auf alle Ebenen deines Seins. Wunderbar. Und dann spür mal in deinen Körper hinein. Nimm mal deinen Körper wahr. Und vertrau ganz deinem ersten Impuls. Welche Stelle, welcher Bereich in deinem Körper braucht jetzt noch ein bisschen Verstärkung? Und leg da mal ganz intuitiv die Hand auf. Bei mir ist es mein Bauchchakra. Da habe ich gerade meine linke Hand hingelegt. Und stell dir jetzt vor, wie du immer noch weiter unter dieser Lichtdusche stehst und dieses Licht verstärkt, diese wunderbare Lichtenergie jetzt verstärkt noch über deine Hand einströmt in den Bereich, wo du sie aufgelegt hast, auf deinen Körper, sodass da alles von Licht durchflutet wird. Mach das auch eine kurze Weile. Wunderbar. Und dann leg deine Hand mal auf die Thymusdrüse, so die drei Finger, und beginn mal deine Thymusdrüse zu aktivieren, indem du da leicht klopfst. Die andere Hand bleibt weiterhin auf der Körperstelle, die mehr Energie braucht, vor allem Lichtenergie. Die fließt da automatisch weiterhin und du aktivierst deine Thymusdrüse durch leichtes Klopfen. Sehr, sehr schön. Vielleicht mag dir auch ein wohliges Lächeln aufs Gesicht huschen, weil es dir gerade so gut dabei geht. Dann erlaub dir das auch zu genießen. Erlaub dir das auch zu genießen. Sehr schön. Wunderbar. Und dann öffnen wir wieder die Augen. Und dann würde ich dir gerne noch diese Atemtechnik weitergeben, mit der du wunderbar dein Immunsystem stärken kannst.
kommt aus der traditionell chinesischen Medizin, hat auch einen Namen, der aus dem Sanskrit allerdings kommt. Das ist die Soham-Wechselatmung. Gestern haben wir die Soham-Atmung gemacht, um die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren. Heute machen wir die Soham-Wechselatmung. Deshalb traditionell chinesische Medizin, da spricht man von Energiebahnen, die unseren gesamten Körper durchlaufen. Und mit dieser Atemtechnik, mit dieser Soham-Wechselatmung sprichst du alle Meridiane an, sodass sie auch von Energie durchflutet werden, durchpulst werden und dann dein gesamtes System eben stärkt. Und die funktioniert so, dass du auch wieder anfängst, ein Nasenloch zuzuhalten. Halte das rechte Nasenloch zu. Ich erkläre es dir, dann machen wir es gerne noch für 2 Minuten gemeinsam hier. Du atmest links ein. Hältst dann rechts zu, atmest rechts aus und rechts wieder ein, hältst das andere Nasenloch zu und links wieder aus. Links ein, rechts aus, rechts ein, links aus, links ein, rechts aus, rechts ein, links aus. Also du beginnst einzuatmen mit dem linken Nasenloch, atmest mit dem rechten aus, atmest dann wieder mit dem rechten ein. Atmest links aus und links wieder ein und so immer im Wechsel. Okay? Das Ganze machen wir jetzt gemeinsam mal für 2 Minuten. Mach das ganz tief und genüsslich. Nicht hektisch, aber gerne tief und genüsslich. Und dann starten wir dann jetzt. Jeder in seinem eigenen Rhythmus. Und damit du dich noch besser so auf deine Wahrnehmung, auf deinen Körper konzentrieren und fokussieren kannst, gerne eben auch da die Augen geschlossen halten. Okay, auf geht's. Und dann letztes Mal. Sehr schön. Wunderbar.
dann öffne noch mal deine Augen. Spür mal nach, wie es dir jetzt geht. Diese Technik kannst du, wie gesagt, auch immer anwenden, wenn du merkst, so in der Zukunft, da ist so ein bisschen Schnupfen, Erkältung im Anmarsch. Gleich anwenden, du wirst sehen, es dürfen Wunder geschehen. Ja, also ich habe da früher immer mitgearbeitet, wenn ich gemerkt habe, da ist was im Anmarsch. Okay, gut. Ja, und dann hinterlass mir doch gerne mal einen Kommentar, wie es dir geht, gerade in der jetzigen Zeit, ob du das auch nachempfinden kannst, wie ich das hier so eingangs erwähnt habe, also von welche Freude mich da einfach umgibt und wie ich merke, wie Neues entsteht und wie ich gerne in dieses Energiefeld des Neuen, was da entstehen mag, auch eintauche, ganz viele Ideen und ja, kreativ sein kann und darf und mir das auch erlaube. Und wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne hier im Kommentarfeld hinterlassen, dann nehme ich das gerne hier auch in die Challenge mit auf, damit du da auch Antworten drauf bekommst und du deine Hilfestellung hier in der Gruppe bekommst. Okay? Alles Liebe, hab noch einen wunderschönen Tag mit der Sonne im Herzen. Genieße, hab Freude und Spaß und Leichtigkeit. Wir sehen uns spätestens morgen nochmal um 12:30 Uhr. Bis dahin, ciao!